nicht mal anschieben oder was? Okay, jetzt habe ich die ganze Zeit gewartet, bis die Aufträge da sind. Dann fahr mal dahin, wo ich jetzt bin. Ich bin. Da hinten raus, okay. Warte nicht so viel, weil hier stehe ich schon. Na, ich habe gerade. Ich guck mal gerade bei dem. Wow, du hiebst. Scheiße, ich fahre gleich hinten drauf. Irgendwelchen PKWs, die komisch abbiegen. Das ist mir auch irgendwie aufgefallen hier. Grüne Ampel, ne? Ich hab grün, will gerade ausfahren. Auf einmal zieht dann ein PKW links rum und nimmt mir die Vorfahrt. Das ist mir schon häufig aufgefallen hier beim ETS 2. Aber auch beim ATS. Hast du da auch schon... Erster Aufenthalt im Senf. Für mich gleich und auch. Und die Ampeln sind aus. Cool. Hast du da auch schon mal diese Anomalien gehabt? Öfters, ja. Da habe ich keine Ahnung, wo SCS da irgendwie die Verkehrsregeln her hat. Ja, du besser mal draußen stehen, weil ich muss gerade nochmal hier raus. Ja, mach das. Ich will ja nicht reinfahren. Weil ich sehe hier nämlich gerade mal gar nichts. Ich will einfach nur drehen, dass ich schon mal in Richtung da bin, wo ich hin muss. Jetzt habe ich gerade Stereo-Piepen. Oh, mach einen Vorwärtsgang rein. Mach ich gleich. Ich muss ja erstmal drehen. Gott, mein Vater sieht, wie ich hier, wenn der hier sehen würde, wie ich am Drehen bin, der nimmt mir das Steuer aus der Hand. So. Das wäre auch so ein Grund, warum du dir ein Lenkrad zulegen könntest, wegen deinem Dad. Naja, ich glaube, er nimmt dann das Lenkrad in Beschlag und nimmt das dann für seinen Scania-Simulator. Für ihn habe ich ja das Spiel eigentlich organisiert. Den Scania Truck Simulator werde ich mir dann im nächsten Sale holen. Mhm. Boah, da habe ich so ziemlich alle Truck Simulatoren, die es auf Steam gibt. Mhm. Naja. Ja. ETS 1, ETS 2, ATS. Da habe ich schon gesehen. Oben sie. Wobei, das sind ja keine Trucks, die ich da fahre. Nee, das sind Omnibusse. Obwohl, du wirst lachen, als ich Rock'n'Roll gespielt habe, habe ich auch das Gefühl gehabt, ich würde einen Bus fahren, weil ich habe fast in jeder Stadt, wo ich war, habe ich mindestens 3 Anhalter gehabt, die ich mitnehmen musste, die nur auf mich gewartet haben. Waren so Nebenmissionen. So, ich habe jetzt die nächste Fahrt, ist nach Metz. Aha. Ist ja quasi auf dem Weg. Ja. Dann nehmen wir mal die. Für dich ist es auf dem Weg? Ja, okay. Ja, doch, so rum kann man auch fahren. Ja, ist in Ordnung. Dann muss ich wieder hinter dir herfahren, weil mein Navi sagt noch was ganz anderes, wo ich hin soll. Ist in Ordnung. Dann warte ich eben auf dich. Ich bin gleich da. Wenn wir dann in Frankfurt sind, dann machen wir auch Schluss mit der Session. Ja. Weil an sich dürfte ich um die Uhrzeit nicht mehr wach sein. Ich eigentlich auch nicht, weil ich... Auch wenn morgen Feiertag ist. Ja, und morgen früh bin ich eigentlich ganz woanders. Ich muss noch duschen gehen und ich muss am Freitag wieder früh raus. Das bringt dann nichts, wenn ich am Mittwoch, beziehungsweise in dem Fall jetzt Donnerstag, noch so spät wach bin. Ja, das stimmt. Angeber. Ja. Wer kann, der kann, ne?
Das war ein anderer. Das war. Okay, die hört sich scheiße an, die normale Hupe. Hört sich an wie ein PKW. Obwohl, du wirst lachen. Die Hupe von meinem Fiesta hört sich mittlerweile besser an als die normale Hupe von dem Volvo hier. Ja, stimmt ja. Schneller als 60 geht nicht. Auch obwohl da 70 steht. Zu mich sagt der Angeber, aber selber düst er hier davon. Ja, ich weiß, du hast das bessere Getriebe. Und meiner ist Spritsparen, dabei weniger PS. Das stimmt auch wieder. Wobei, kann man so auch nicht sagen. Upsa, Licht müsste ich schon anhaben. Ja. Kann man so nicht sagen. Also ich... Entweder hatte ich da noch Windows 7 oder Windows 8. Als ich das letzte Mal den ETS 2 installiert hatte, hatte ich einen Truck auch mal so weit. Da bin ich in Scania gefahren. Mhm. Da hatte ich dann so auch so den dicksten Motor. Da wurde dann von einem 12- oder 10-Zylinder zu einem V8 runtergegradet. Aber die PS-Zahl wurde immer erhöht. Na, auch nicht schlecht. Also kann man sagen, dann je weniger Zylinder, umso niedriger ist auch der Spritverbrauch. Tjo, das ist möglich. Ich kenne mich da leider nicht so aus. So, ist die Radarkontrolle schon vorbei? Ich glaube, das soll ja heißen. Okay. Sieht man hier Sternschnuppen? Nee. Ist bewölkt. Eieieiei, bleib stehen! Oh. Ja, pass auf, das ist ein Mautterminal, habe ich vergessen dir zu sagen. Jetzt mich auch warnen können, dass ich mal so ein paar Tonnen im Genick habe. Ach, du hast doch nur einen Caterpillar hinten drauf. Ich weiß, der heißt zwar Matt hier, aber das ist eine Anspielung auf Caterpillar. I know. Habe ich auch schon mal drin gesessen. Hier bei uns um die Ecke in Oberhausen. Da gibt es ja auch einen Caterpillar-Handel. Wie nennen die sich? Zeppelin AG nennt die sich. Da sind wir früher öfters beim Tag der offenen Tür gewesen. Haben sie mal einmal im Jahr im Mai gehabt. Da konnten alle Kinder und was weiß ich alle da reingehen. Die konnten sich dann in die Radlader reinsetzen, so ein bisschen Radladerfahrer spielen. Das war immer interessant gewesen. Oi. Was machst du denn? Wer hat denn jetzt das Lenkrad? Du oder ich? Apropos Lenkrad, fährst du auch mit Pedalen oder ohne? Natürlich fahre ich mit Pedale. Siehste? Okay. Was tust du denn? War doch eine Frage. Ich kann hier sogar mit H-Schaltung fahren, wenn ich will. Mit Kupplung. Das ist cool. Nur... Ich hab da so gemerkt, so seit einem gewissen Update ist die Kupplung hier ein bisschen empfindlich. Wenn ich dann so schalte und die Kupplung nochmal kommen lasse, mhm, da macht's dann so. Bin ich mir so, okay, bevor du so bei jeder Wartung das Getriebe reparieren musst, mach mal lieber Automatik. Da hast du dann nur vorwärts, das wäre dann so Position Gang 3, mhm, und rückwärts wäre Gang 4. Von dem. Mhm. Achtung, Radarkontrolle steht bei mir. Von dem H-Schalter hier. Mhm. Und ja, jetzt ist es halt eben wie so ein Automatikauto. Jetzt habe ich nur Gas und Bremse. Kupplung kann ich so viel treten, wie ich will. Da tut sich nichts, okay. Gut, das Lenkrad hat auch damals 350 Euro gekostet. Jo. Hätte es mir eigentlich nicht holen sollen. Mhm. Ich hatte auch mal vor... Ja, erzähl du weiter. Weil dafür nutze ich es eigentlich viel zu selten. Mhm. Aber auch so zwischendurch mal gedacht, verkaufst es wieder und... Dann habe ich so gedacht, ach, du willst sowieso irgendwann nochmal Dings spielen, nochmal ETS. Mhm. Und willst ja nochmal OMSI holen irgendwann. Ja. Und... Zum einen... Finde ich es gut, dass ich es noch habe. Zum anderen würde ich es gern verkaufen, weil ich Geld brauche. Mhm.
Moment, ich sehe gerade, ich komme noch gut mit. Irgendwie hole ich ein bisschen auf, oder meine ich das nur? Kommt dir nur so vor. Weil du warst, letztens warst du so weit weg, ich konnte noch nicht mal deine Rücklichter sehen. Aber was wollte ich sagen, vor Ewigkeiten habe ich auch mal ein Lenkrad gehabt, das war aber so ein billiges Ding, ich glaube für 100, das war damals noch Mark gewesen. Lenkrad mit Pedale. Ich glaube, die haben einmal Need for Speed Brenner Asphalt durchgehalten. Habe ich 2 Runden gefahren. Nee, ein bisschen mehr. Also, ich sag mal, eine Woche hat das Ding durchgehalten, aber hat Schrott gewesen. Das war mein erstes und einziges Lenkrad gewesen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war auch von Aldi gewesen. Es war Medion oder Tevion Lenkrad gewesen. Keine Ahnung. Nach 2 Wochen war das Ding durch gewesen. 1-2 Wochen. Oder hat er es näher durchgehalten? Ich weiß es nicht. Also ich weiß nur, ich habe zu der Zeit intensiv Need for Speed Brennender Asphalt gespielt. Das habe ich mir übrigens auch wieder organisiert, das Spiel. Nur ich krieg's leider unter Windows 8.1 nicht zum Laufen. Windows 7 eventuell. Da müsste ich mal gucken. Aber selbst da gibt es Probleme, habe ich gelesen. Obwohl da Fans diverse Patches rausgebracht haben. Wo es auf jeden Fall laufen soll, ist Windows XP. 112. 112 habe ich jetzt auch. Bergab- und Rückenwind. 113. 113 habe ich jetzt nicht geschafft. Ich schon. Aber ich bin Idiot. Ich hätte ja jetzt den Tempomat drücken können. Dann hätte ich vom Gas gehen können. Ja, ich hätte auch 100, hätte ich auch machen können. Haha. Nur ich denke da nie dran, den Tempomat zu betätigen. Dann kannst du es nämlich so machen wie die richtigen LKW-Fahrer. Tempomat rein und dann mal schön Zeitung lesen während der Fahrt. Ja. Aber Tempomat, das haben wir damals gemacht. Hat mein Vater gemacht, wo wir den MAN aus München abgeholt haben. Der hat Tempomat gehabt. Wir auch. Unsere Geschwindigkeit gehabt, mein Vater Tempomat rein und dann hat uns versucht, ein anderer LKW zu überholen, ohne Tempomat, ne? Und natürlich hält da der Wagen auch bergab und bergauf die Geschwindigkeit. Das war lustig. Bergab hatte eine LKW uns fast überholt, dann kam bergauf. Plötzlich waren wir wieder an dem vorbei. Das war ein Elefantenrennen, aber der hat es aber dann später aufgegeben, weil er nicht schneller geworden ist. Ja, Tempomat ist schon was Feines. Uiuiuiuiui. Ich bin irgendwie überlegen, ob mein nächstes Auto nicht vielleicht eine Automatik wird. Mhm. Weil es gibt nichts Schöneres, als mit Automatik zu fahren und sich wirklich rein aufs Fahren zu konzentrieren. Ohne Angst zu haben, du bist im falschen Gang oder so. Mhm. Eine Automatik bin ich bisher noch nie gefahren, da kann ich echt nichts zu sagen. Auch wenn dann so gesagt wird, Leute, die Automatik haben, die können kein Auto fahren, beziehungsweise das ist doch nur was für alte Leute. Nur, ich sag's mal so, wenn man so im Stop-and-Go-Stau steht und mal die ganze Zeit Kupplung treten muss und wieder lösen muss, ja. Da ist man dann froh, wenn man das linke Bein mal abschalten kann. Das musst du mir nicht sagen, kenne ich ja auch. Ich sag nur Ruhrgebiet, mehr sage ich nicht zum Stau morgens und abends. Oh, hast du da ja weniger Probleme. Da ist ja mal ein Auto lang gefahren da oben. Oder war ein Zug? Ich habe da oben bei der Rücke so einen Scheinwerfer fahren gesehen. Das war ein Zug. Okay. Apropos Zug. Ich habe mir... warte mal. Erstmal anderes zum Thema Automatik. Ach, ich weiß noch, wo mein Vater sich den ersten Automatikwagen geholt hat. War ein Ford Granada gewesen. Er auch zum ersten Mal Automatik gefahren, ne? Wir haben dann sonntags eine Spritztour gemacht und dann ist mein Vater, weil der den Wagen zum ersten Mal gefahren ist, ist ein Fehler passiert. Er wollte kuppeln. Ist dann natürlich, weil du keine Kupplung hast, direkt auf die Bremse gelatscht und... War es mit der Stirn an der Windschutzscheibe? So ungefähr, weil wir plötzlich von 90 auf Landstraße auf 0 runter sind. Achtung, ich muss jetzt links raus. Alles klar. Und damals gab es noch kein ABS, ne? War lustig.
Und jetzt wollte ich irgendwas anderes sagen. Ich hab's noch wieder vergessen. Aber das ist typisch bei mir. Wow. Wow, fährst gut. Hier ist fast das Schild da mitgenommen. Hoffentlich habe ich jetzt gleich einen Auftrag nach Frankfurt, weil dann können wir nämlich die Session perfekt beenden. Ja. Auch wenn sie katastrophal begonnen hat. Ja. Also was wir auf jeden Fall machen, du lieferst ab und ich erkunde hier mal die Fragezeichen. Mach das. Weil wenn ich schon mal hier bin, ja. Ach, ich entdecke ja ein Jobcenter wieder, ne? Ja, doch, Jobagentur. Blöd, dass hier nirgendwo noch ein Bäcker oder sowas ist, hier so ein Würstchenstand, wo du eben aussteigen kannst. Oder so Rasthof, Autohof technisch. Wo du mal einen schönen Schnitzel reinpfeifen kannst, ne? Ja, genau. Ah, ich hab dich gesehen. Nein, hast du nicht. Wieso, du bist doch bei PS-Speed angekommen, oder? Das sind nicht die Droiden, die wir suchen. Okay, das ist nicht der Droid, den wir suchen. Okay. Nein, du hast mich nicht gesehen. Aber ich fahre jetzt weiterfahren. Nicht. Weiterfahren. Nein. Ich bleib stehen. schön. So, mal eben die Thermoskanne rausholen. Ein bisschen Tee einschütten. Aber so dunkel LKW losfahren, auch das bin ich gewöhnt, das kenne ich ja. Mein Vater, der ist immer früh losgefahren, wenn er arbeiten gegangen ist. Der ist immer so. Wann ist der aufgestanden? 4 Uhr? Halb 4? Nee, halb 5 ist er dann hier losgefahren und dann 5 Uhr ab hat er seine Schicht immer angefangen. Apropos Star Wars, hast du dir eigentlich den letzten Star Wars Film mal angesehen? Ja, ich war im Kino gewesen. Und? Ich sag mal so, ich hab gedacht, ich sehe irgendwie eine Mischung aus verschiedenen Episoden. Ich sag mal, von Episode 4 bis Episode 6, dachte ich mir. Weil da sind ziemlich viele Elemente gewesen, weil ein Droid mit einer versteckten Nachricht, das kannte ich doch irgendwo her. Und wo die dann diesen Planeten, der mich so ein bisschen an einem Todesstern erinnert hatte, dann Star Killer Base, ja. Genau, die Killer Base da angegriffen haben, dachte ich mir, Moment mal, das kenne ich doch irgendwo hier alles. Jo. Und ich will aber jetzt nicht spoilern, da ich keine Ahnung habe, wer noch hier Star Wars gesehen hat, den Teil, der jetzt zuguckt. Ich sag's mal so, der Film hatte echt Charme. Mhm. Der hatte den Charme der Classics, Episode 4 bis 6. Ja. Mit der Technik der neuen Episoden 1 bis 3. Obwohl die mehr auf die neue Technik mehr so verzichtet hätten. Also sie haben das nicht so überladen, wie damals George Lucas das gemacht hatte. Wenn ich mich damals so an die Neuauflage von Episode 4 erinnere, wo der dann plötzlich alles mögliche an Digitaleffekten reingequetscht hatte. Hm. Den ich mir letztens auch nochmal reingezogen habe. Und hab mir so gedacht, Moment, du kennst das eigentlich, Episode 4, Lukes Schwert ist eigentlich blau, wieso ist es da grün? Mhm. Oder weiß? Da dachte ich mir so, wurde da irgendwas falsch editiert oder was? Nee, also grün ist es doch erst geworden, nachdem, also in Original Episode 6. Ja. Da wurde es grün, weil sie wahrscheinlich irgendwie so gedacht hat, oh, grün ist die Hoffnung. Nee, grün, weil er sich da neues Schwert geschmiedet hatte. Du weißt ja. Ja, deswegen ja. Das Schwert war ja vorher blau, weil es das alte von seinem Dad war. Genau. Soll ich hier eben warten oder wo fährst du gerade hin? Warte mal gerade, ja. Ich such mal eine Agentur, die vielleicht doch mal was nach Frankfurt hat. Weil der hier hätte nur nach Mannheim. Aber ich kann dir auch sagen, warum man das Gefühl hatte, man hat recycelte Sachen in dem Film gesehen, weil der Drehbuchautor, der bei Episode 5 und 6 mitgewirkt hat, der hat auch an Teil 7 mitgewirkt am Drehbuch. Ich hab den Namen nur vergessen. Hm? Ich hab mir halt nur gedacht, weil ich ja eigentlich Episode 1 bis 3 mir da auch reingezogen habe,
Ist jetzt kein großer Spoiler, den ich hier mache, aber als dann der eine Sturmtruppler oder Stormtrooper den Helm abgenommen hat und es war ein Schwarzer, habe ich so gesagt, also die Klone sahen auch mal anders aus. Ja, stimmt. Da habe ich dann erst erfahren, dass sie das mit den Klonen nicht mehr machen, sondern nur noch auf Sklaven aussehen. Ja. Nee, ich muss dann einen Auftrag nach Mannheim nehmen und fahre dir dann leer wieder hinterher. Okay, Mann. Hier ist nämlich, da wo ich jetzt hingefahren bin, da ist nämlich gar kein Auftrag. Okay. Also ich muss spätestens um 13.54 Uhr in Frankfurt sein. Heute oder wann? Ja, heute am Mittwoch. Und da ist er wieder. Soll ich vorfahren? Passt schon. Wo ist Mann? Ah, okay, das können wir machen. Ja, Mannheim liegt ja direkt auf dem Weg. Ja, alles klar. Fährt hier nach Mann. Nehmen wir mal hier den, der ist 400 mehr wert. Ich. Oh. 15 Tonnen Milch. Alter Schwede. Oh, ich sehe gerade, dein Anhänger hat schon wieder Herr Männchen gemacht. Ich sehe gerade einen zweiten Eddie-Mail. Das ist dein Auflieger und der ist ja von oben runtergefallen. Habe ich nur den Namen Eddie-Mail gesehen? Nenn den Namen nicht, bitte. Ich verbinde damit nichts. Ich hasse ihn. Ja, steht aber da. Ich hätte mich nicht so nennen sollen. Ich nenne dich auch Danny. Ich habe nur gesagt, da steht Eddie-Mail. Okay, ah, das hat jetzt, was du veranstaltest, hat was von Monning da hinten. Ich sehe rotierende Lichter. Okay, den kennst du jetzt nicht. Monning, das ist bei uns ein Parkplatz am Duisburger Zoo. Und nach Anbruch der Dunkelheit, also im Abendbereich, wenn der Zoobetrieb eingestellt ist, dann treiben sich dann plötzlich Damen eines gewissen Gewerbes da auf diesem Parkplatz rum. Und dann siehst du immer so nachts, genau, dann siehst du immer nachts, besonders so Wochenende, freitags, siehst du dann plötzlich wieder ein, ich sag mal, wieder keine Ahnung, wie viele Autos da im Kreis rumfahren. Das sah dann genauso aus wie bei dir. Dann siehst du nur Licht, Licht, Licht. Ach, du willst da rumfahren? Okay. Wo schickt mich das Navi? Moment, ich komm dann auch. Ich muss mal eben, ich schick das Navi so rum. Ach, du fährst den Bogen, ne? Alles klar. Ja, du kannst auch hinten rumfahren. Dann treffen wir uns da vorne am Stadtausgang. Warte mal, ich dreh mal eben. Fahr einfach geradeaus und dann hinten um die Ecke. Ach, ich hab schon gedreht, so. Eieiei. Was denn? Hört doch nicht die Bohne auf mich, ey. Nee. Weil ich wahrscheinlich falsch gefahren wäre. Ja, ich wäre falsch gefahren. Okay, alles klar. So wärst du falsch gefahren. Ja, vom Navi her richtig, aber ich selber habe einen anderen Weg im Kopf gehabt. Deswegen wäre ich falsch gefahren. Außerdem wollte ich mal gucken, ob ich da drehen kann in einem Zug. Ich wollte jetzt hier nicht Wenden in drei Zügen machen. Und was ich auch noch rausgefunden habe, das wusste ich gar nicht. Ich habe mir so ein bisschen mal hier letztens wieder was so über LKWs, über Zugmaschinen durchgelesen, ne? Hast du gewusst, dass du eine Zugmaschine jetzt ohne Auflieger auch fahren kannst, wenn du Führerschein Klasse 3 hast? Ich nicht. Klasse 3 habe ich ja nicht. Ich habe ja Klasse B. Ja, beziehungsweise Klasse B meine ich ja. Ich hab ja noch Klasse 3. Also wenn du Klasse B hast und du nur einen Pkw-Führerschein hast. Ich habe es nicht gewusst. Das habe ich gelesen. Der Baum schaltet noch zurück. Der siebte ist noch zu hoch. Ich bin auch noch im siebten. Hat er doch geschafft. Ah, PS-Speed. Oder was fährst du da, ja? Ich weiß nicht, irgendwie komme ich dir noch hinterher. Das ist, obwohl du weniger Leistung hast. Ja, kann auch sein, weil meine Tanks fast leer sind. Ich bin nur noch zur Hälfte voll. Oder zur Hälfte hier leer, je nachdem, wie du es siehst. Kein Unterschied, das eine ist optimistisch, das andere ist pessimistisch. Ja.
Genau, die Russen, die sehen das Glas immer halb leer. Tippen Sie auch immer schnell nach. Ja. Ey, du hängst mir im Kofferraum. Lass mal ein bisschen mehr Abstand. Hab ich doch. Ich kann nichts. Sieht auf dem Navi so aus, als wärst du direkt hinter mir. Da bin ich ja auch, aber da passt doch ein LKW dazwischen. Also. Ah ja, ich seh's. Mal kurz die andere Kamera wechseln. was?